Die Lilien haben es tatsächlich geschafft. Heute gab es am letzten Spieltag ein souveränes 4:0 gegen Memmingen. In der nächsten Saison spielt Darmstadt 98 dadurch in der dritten Liga und damit nach fast 20 Jahren wieder im Profifußball. Mein Kollege Heiko Neumann ist am Darmstädter Böllenfalltor. Wie viele Fans feiern denn den Aufstieg? Na, so 500 bis 1000 Lilienfans werden das immer noch sein, die hier rund ums Stadion am Böllenfalltor eine Mordsparty feiern. Die Stimmung ist natürlich sensationell. Heute ging es rauf in die dritte Liga, zurück in den Profifußball für die Lilien. Klar, das war heute ein ganz besonderer Tag. Der ging schon mal richtig feuchtfröhlich los, kurz vor dem Abpfiff, als die erste Bierdusche kam für Costa Runjat, den Trainer der Lilien. Und es sollte nicht die letzte bleiben. Dann gingen die Tore auf und 17.000 Fans stürmten den Rasen, haben dann mit ihren Lieblingen, mit ihren Helden, mit ihren Spielern feiern können. Das war eine richtig Gänsehautatmosphäre. 17.000 Zuschauer in der Regionalliga, Wahnsinn. Und dann bekam Boris Kolb, der Kapitän, die Meisterschale der Fußball-Regionalliga Süd. Und weil es so schön war, gucken wir uns das dritte von insgesamt 4 Darmstädter Toren an, heute beim 4:0 durch Sven Söckler. Und die Fete, die ging natürlich direkt weiter, auch in der Kabine, im Entmüdungsbecken. Thomas Zamper, der Fußballgott, so kennen wir ihn noch aus Eintracht Frankfurt-Tagen, mit der Meisterschale. Also Darmstadt wackelt, hier ist Mords was los, Boris Kolb, der Kapitän, ist da. Haben Sie sowas schon mal erlebt, dass die Stadt hier so wild, so verrückt ist? Nee, sowas wie heute schon nie erlebt. Wir waren schon einmal hier aufgestiegen von der Oberliga in die Regionalliga damals. Da war es aber nur halb so viel los, als es heute springt, alle die ganzen Rahmen. Der Trainer hat direkt die Bierdusche bekommen. Wie viel waren es bei Ihnen? Ich habe es aufgehört zu zählen, also waren mindestens 3, 4. Aber mittlerweile riecht wieder alles wunderbar, also das Bier ist weg. Wie geht der Abend, der Tag, die Nacht heute noch vor euch zu Ende? Ich kann nicht viel sagen. Wir haben jetzt eine Lokation, wo wir hingehen, aber auf jeden Fall, der Abend geht feuchtfröhlich weiter. Ich denke, er wird bis Open End einfach weitergehen. Und am Montag geht es direkt nach Frankfurt auf den Flughafen. Dann geht es los Richtung einer spanischen Insel. Was kann man da erwarten? Das ist richtig. Wir haben ab Montag für 3 Tage unseren wohlverdienten Urlaub mit der Mannschaft genommen. Wir gehen auf die deutsche Lieblingsbadeinsel und werden es ordentlich krachen lassen. Also Kopfschmerztabletten sind schon sicherlich eingepackt oder zumindest schon mal bereitgestellt. Heute bei diesem Tag irgendwann mal dran gedacht, dass es vielleicht doch nicht klappt? Nee, wenn man die letzten Wochen verfolgt hat, da konnte man von dem heutigen Tag nicht Bammel sein, weil wer letzte Woche in Worms 0-1 zurücklegt und nach 8 Minuten noch 2-1 macht, das ist klar, dass wir dann heute das Spiel zu Hause vor so einer Kulisse einfach ziehen, das war ganz klar. Alles klar, ganz herzlichen Dank, Boris Kolb. Nächstes Jahr in der dritten Liga, Duelle gegen die Offenbacher Kickers und auch gegen den SVW in Wiesbaden. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Und hier in Darmstadt geht es sicherlich noch lange, lange weiter. Und richtig friedlich, richtig schön. Und damit wieder zurück nach Frankfurt zu dir, Andreas.